Guck, da vorne sehe ich die rote in meine Fresse fliegen. Wo? Da oben. Oh, diese Musik. Und diese ganze Glut, die hier durch den Monitor fliegt, ne? Ah, ziemlich. It's getting hot in here. So thick of all your clothes. Entschuldigung, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Wollte sagen, wohin mit dir? Hallo und herzlich willkommen, Leute. Wir machen heute weiter mit dem Randomizer. Da ist auch die Musik. Kaffee hat ein bisschen länger gedauert als gedacht, aber jetzt haben wir alles, was wir brauchen an diesem Morgen. Und ja, nur um euch einmal auf den neuesten Stand zu bringen, ich habe trainiert, wie ich es gesagt habe, hat ewig gedauert. Ich habe alle auf 30 gebracht und zusätzlich habe ich noch zwei Pokémon auf der Bank auf 30 gebracht, damit, falls es sowas passiert wie letztes Mal, dass halt unerwartet mal zwei Pokémon sterben, dass wir nicht sofort wieder aufhören müssen. Wobei ich heute... Moin, Mango, willkommen. Wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich Lust hätte, gleich nach der Nuzlocke noch ein bisschen DVD vielleicht zu streamen. Mal gucken. Jedenfalls die beiden Pokémon, die ich noch auf 30 gebracht habe, sind... Ich muss mal eben nachschauen. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Das sind Gengar und Tornupto. Genau. Die beiden waren's. Na, gut geschlafen, Marvin. Aber jetzt hält uns nichts mehr auf, zum fünften Arenaleiter zu gehen und uns unseren wohlverdienten Orden zu schnappen. Ja, das haben wir schon alles gemacht, ne? Zack. Jetzt kämpfen wir also gegen unseren Daddy. So. Okay. Ja, Isa. Auf geht's. Ich bin gespannt. Hoffentlich kommen wir gut durch. Gespannt, was da für Pokémon kommen. Pokewiki ist natürlich schon wieder auf. Ne? Weil ich da dann doch gerne mal sicher gehe. Je nachdem. Zum Beispiel Pummeluff ist so ein Pokémon, da weiß ich jetzt persönlich nie, gab's Fee schon immer oder ist es da normal? Denn wenn es normal wäre, ist egal, was wir machen und auch bei, ich glaube, gegen Fee haben wir auch nichts. Deswegen gucke ich einfach einmal nach. Bei dem Pummeluff. Okay, es ist normal. Ist es nicht mittlerweile Fee? Davon steht die erste bis fünfte Gen, steht da ab sechste dann, ja doch, okay. Ja. Das heißt, wir müssen erstmal gucken. Was haben wir denn so an Kampfattacken? Nichts, original nichts. Das ist okay, müssen wir mitarbeiten. Müssen wir aber auf jeden Fall jetzt gucken, was wir hier nehmen. Schaufler, Bohrschnabel. Da haben wir halt alle kein Step. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem auf Eishieb einmal. Ja, war doch keine allzu schlechte Entscheidung. Todeskuss lässt ihn schlafen. Wir haben ja glücklicherweise, ne? Wir waren ja so clever. Und haben uns die blaue Flöte geholt. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie One-Shot werden. Wenn doch, ist das mega behindert. Und ein Hypertrank, okay. Also wieder von vorne praktisch. Und dann nochmal Eishieb.
Warum? Oh Gott, das wäre jetzt auch blöd geworden. Und nochmal Icy. Da haben wir das erste Pokémon doch schon mal gut hinbekommen. Impergator. Interessant. Ein sehr cooles Pokémon. Wir benötigen Pflanzenattacken am besten. Ich meine, ich könnte auch natürlich bei Laubfänger bleiben mit Donnerschlag. Ist aber kein Stab. Wir haben nämlich noch Blume mit Fauna-Statue und da ist Pflanze natürlich Stab. Deswegen schicken wir die mal rein. Fauna-Statue ja, soweit ich weiß, die stärkste Pflanzenattacke, die es zu dem Zeitpunkt, als Fauna-Statue rauskam, gab. Blume ist verwirrt. Bitte nicht zu verwirrt. Sehr gut. Ah. Knapp Tarnung. Macht das. Verwandelt sich zum Typ normal. Interessant. Pfund sollte reichen. Wenn wir uns nicht selbst verletzen. Nice. Bis jetzt läuft das wieder mega, das war ja aber beim vierten Ohren auch schon und dann kamen die Random Trainer. Wapsel ist natürlich auch perfekt, da bleiben wir natürlich direkt bei Blume mit Fauna-Statue. 31, das ist sogar dein stärkstes Pokémon. Okay, Verteidigung sinkt, müssen wir beachten. Nicht mehr verwirrt, perfekt. Und die Attacke geht trotzdem daneben. Nice. Panzerschutz, okay. Blöd, da hätte ich gerne vorne Statue vorher getroffen. Aber es reicht trotzdem. Sehr gut. Nice, nice. Ja moin, der hat einen Lugia. Okay, hoffentlich gehen wir jetzt nicht RIP. Okay, da sind aber viele, viele Attacken, gegen die Lugia sehr, gegen Lugia sehr effektiv sind. Ich gucke jetzt gerade mal durch, welches Pokémon davon so am, dann am besten wäre. Spontan würde ich, glaube ich, sagen Laubfänger. Geist ist sehr effektiv. Hier ist nicht sehr effektiv. Dann haben wir hier Gestein, das sehr effektiv ist. Und hier haben wir Elektro und Eishieb, das sehr effektiv ist. Hier haben wir nichts. Okay, ich würde sagen, wir gehen wieder zu Laubfänger. Und hoffen auf das Beste. Wir haben ja auch noch zwei Heilungen, die wir einsetzen können. Ice Leap hat gerade so gut funktioniert. Ich versuche es nochmal. Blättertanz. Okay, das ist gut, dass wir auf Laubfänger gegangen sind. Sehr gut. Hätte ich mich jetzt für Golking entschieden wegen Gestein, wäre schon wieder kacke gewesen. Das bringt jetzt aber auch nichts. Okay. Dann versuchen wir mal mit Donnerschlag. Hat der nur Blättertanz? Scheiße, das bringt alles nicht so viel. Aber es verwirrt, das Vollstreffung verwirrt wegen Blättertanz. Ich bleibe jetzt erstmal bei Donnerschlag. Bitte verletz dich selbst, das wäre optimal. Yes, nice. Oh, Lugia ist stark, ey. Nice. Verletze dich ruhig selber, auch wenn das kaum was bringt, aber dann triffst du mich wenigstens nicht. Ist nicht mehr verwirrt, ist blöd. Blättertanz. Ja, okay, das scheint nur Blättertanz zu haben, ne? Dann sollten wir auf mit Laubfänger doch recht sicher sein und das jetzt noch schaffen. Dank der zwei Runden, die er uns nicht gehittet hat. Ja, okay, nice.
Wenn das jetzt trifft, haben wir's. Perfekt. Okay, da hat mir, also als ich Lugia gelesen habe, habe ich erstmal einen kleinen Schock bekommen. Aber ist doch trotzdem super gelaufen. Er kann es nicht glauben. Glaub es lieber. Balance on. Ja. Das lief so optimal. Vom Surfer erlernt, können wir die jetzt zum Reisen übers Wasser einsetzen. Wow, das bedeutet, uns kommen einige neue Habitate hinzu, in denen wir noch Pokémon fangen können. Das bedeutet aber auch, es kommen noch einige Trainer hinzu, gegen die wir trainieren, kämpfen werden. Bei denen ich natürlich sehr stark hoffe, dass sie uns Pokémon nicht wegrippen. Ja, ja, ich komm mal mit. Guck mal, der will. Hallo, bitte entschuldige, dass wir dich den weiten Weg hierher gerufen haben. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er in Wiesenflur ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen. Stimmt's? Ich glaube, das hat Heiko richtig glücklich gemacht. Und nicht nur Heiko, auch mich als Vater hat es sehr glücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Ein Freund wie uns. Der ihm gezeigt hat, wie man Pokémon fängt, indem er uns gezeigt hat, wie man Pokémon fängt. Und den wir ansonsten nicht mehr wiedergesehen haben. Ich weiß nicht, ob wir schon einmal gegen ihn gekämpft haben. Einmal, zweimal. Voller Freund. Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir dies schenken. VM03. Und das ist wahrscheinlich zufälligerweise Surfer. War klar. Okay. Dann lass uns mal schauen. Wir haben ein paar gute Attacken sind dabei, ne? Okay, Surfer. Auf jeden Fall sehr gut, weil uns fehlt ja immer eine starke Wasserattacke. Frage ist, erstmal vielleicht gucken, auf wen wir das einsetzen. Natürlich wäre, würde ich jetzt spontan sagen, wäre Jesus Junior da optimal. Ne? Aber was machen wir dafür weg? Ich glaube, Nietenranke wäre blöd. Synthese ist halt gut, ne? Ja, aber hängt aber auch vom Wetter ab. Weiß nicht. Nietenrank hat uns aber bisher noch nicht weitergeholfen. Oder Golking natürlich. Pilzspore können wir wegmachen. Und wir machen das mal auf Golking. Da ich natürlich bevorzugt auf dem Wasser-Pokémon anwenden, wegen Step. Am besten Pilzspore, ja. Okay. Hätten wir das schon mal. Und dann gucken wir mal, wo wir jetzt lang gehen. Wir haben natürlich noch unten Richtung Richtung Faustauer Hafen noch viel Wasser, das wir ja abgehen könnten. Allerdings geht es halt hier weiter, wo natürlich jetzt ja auch Wasser ist, Richtung sechster Orden. Das würde ich ehrlich sein erstmal bevorzugen, weil ich echt mal Bock drauf habe, endlich fliegen zu können. Das können wir ja nach der sechsten Arena. Ich gucke aber jetzt einmal kurz vorher. Was der nächste Level Cap ist. Sollte mehr sein als diese zwei Level, die wir jetzt beim letzten Mal hatten.
Ich denke, das waren letztes Mal nur zwei Level von 29 auf 31, weil der ganze Weg, den wir gehen mussten zur nächsten Arena, war ja praktisch, sind wir schon mal gegangen. Das war einfach nur ein Weg zurück. Wiebke. Baumhausen City. Pokémon Smaragd. So. 33. Wieder nur zwei Level. Oh. Da sollten wir doch dann wirklich erstmal das Trainieren hier unten am Wasser ja, aussetzen. Das bedeutet, wir gehen direkt. Von Rosalstadt kommen wir hier hin. Ne? Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich würde sagen, wir gehen hier oben rum. Und dann von Malvenfroh. Außerdem wird da eh noch genau, mir fällt nämlich gerade auch ein, da gibt es ja auch noch etwas in Malvenfroh City für uns zu erledigen. Und zwar wird da jetzt, da wir jetzt Surfer haben, ich glaube daran liegt es, wir es vorher nicht machen konnten, wird jetzt in der Mitte der Stadt der Arenaleiter auf uns warten und ein Relaxo. Okay. Da wird der Arenaleiter auf uns warten, weil es ein Problem mit der Energiezufuhr, mit dem Elektrowerk gibt da. Das Problem ist, erstens bin ich nicht zum Pokémon Center gegangen. Das werden wir gleich nachholen. Das zweite Problem ist, ich weiß nicht. Ich will nicht, dass die Pokémon zu stark werden. Ich möchte das, wenn möglich, wieder bei Level 33 jetzt halt beschränken. Das sind halt bei jedem drei Level. Und wenn ich jetzt erst dahin gehe und dann noch den Weg hochrenne zu Baumhausen City, weiß ich nicht, ob das zu viel wird. Na? Ich meine, wir sind jetzt auch so gut durch, auch wenn jetzt alle ein bisschen schwächer sind, ne? Aber man weiß halt nicht, was für Pokémon kommen. Man hat gesehen bei Lugia, das hätte auch böse ins Auge gehen können, wenn da mehr eingesetzt worden wäre als Blättertanz. Und wie gesagt, hätte ich da jetzt, hätte der auf einmal nicht Blättertanz, sondern Hitzewelle oder sowas, Feuercola rausgehauen, dann wäre erstmal das mit Laubfänger ziemlich mies gewesen. Hätte ich mich jetzt für Golking entschieden, aufgrund der Gesteinsattacken, die ja auch sehr effektiv sind, und da hätte er Blättertanz eingesetzt, dann wäre da auch schon wieder RIP gewesen, ne? Da hatten wir gerade echt Glück, dass, ja, ich das richtige Pokémon ausgewählt habe zu der Attacke, die das, die Lugia drauf hatte. So. Okay, hier sind wir schon mal gut durchgekommen. Boah, ich freue mich so, wenn wir fliegen können. Da müssen wir ja nicht mal die ganzen Wege latschen. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das mit dem Stromwerk erstmal aus. Und machen uns erstmal weiter auf dem Weg Richtung Baumhausen City. Ein Rudon, das wäre nice gewesen, hätten wir das hier damals gefangen. Aber was nicht ist, ist nicht. Unser Zapdos ist ja auch direkt als erstes weggerippt, unser Starter-Pokémon. So. Der steht nicht. Doch, da steht er, seht ihr? Da steht der Arenaleiter. Ich brauche gar nicht da reingehen. Obwohl doch, sollten wir mal machen. Falls wir drauf gehen, im Worst Case. Ja, fast schon das Ende der Nuzlocke. Das starten wir wieder hier. Hab heute Nacht noch Langeweile gehabt und mal alle 1 und 2 Euro Stücke aus meiner Dose aussortiert und gezählt. WTF? Warum? Und wie viel ist dabei rausgekommen?
So viel Langeweile hattest du, ja? Okay. Muss man nicht verstehen, oder? Aber warte mal, hier haben wir jetzt natürlich... Hier haben wir noch nicht gesurft, ne? Warte, das hier ist Route 118. Wasser haben wir Mantax. Okay, also hier haben wir schon. Ah, okay. Alles klar. Und wie viel ist da aber rausgekommen? Also die 1-2 Euro Stücke waren jetzt 689 Euro. Nice. Nice, nice. So, lass uns erstmal mit dem hier sprechen. Eine Profiangel ist wirklich gut, genau. Denn das hatte ich noch im Kopf, dass wir von dem eine Angel bekommen. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich bessere Pokémon fangen, wenn wir angeln oder so. Oh, da sind wieder die TV-Fuzzis. Ich würde sagen, wir kämpfen mal direkt gegen die. Von 1 Cent bis 50 Cent jetzt noch in der Dose. Das sind schätzungsweise auch nochmal 4 bis 5. Ja, nice. Läuft bei dir auf jeden Fall. Lammrad. Was setzen wir am besten gegen Altaria noch ein? Vielleicht Toxin? Vielleicht setzen wir das schon mal auf Tauros. Horrorblick, okay. Okay. Nicht sehr effektiv. Ja, das dachte ich mir. Aber es brennt. Kacke. Das ist blöd jetzt. Ich guck jetzt mal nach. Moment. Ach, Eis, klar, Eis, bin ich blöd. Und hier machen wir Meteorologe. Was sollte dem Altaria eigentlich einen Rest geben, Eishieb, hoffe ich. Deswegen würde ich hier schon mal auf Tauros gehen. Oh Gott, bin ja gar nichts. Ich habe das Gefühl, wir können uns von Cloud verabschieden. Ich kann jetzt entweder... Ja, erstmal... Haben wir nicht irgendwie noch, was das 60 gibt oder so? Ja, da mach ich jetzt Hypertrank, scheiß drauf. Ja, konnte irgendwie nicht schlafen, habe danach noch ein bisschen Mondhunter gespielt und dann erst so nach 3 eingeschlafen und seit 8 Uhr schon wieder wach und kann nicht schlafen. Okay, was ist da los? Heiler. Habe ich vielleicht eine Beere? Verbrennung. Ja. Okay, jetzt habe ich beide Runden dafür geopfert, Cloud wieder
hochzuheilen. HP, warum? Weiß nicht. Okay. Und jetzt können wir mit beiden Runden, bei beiden Runden drauf gehen. Frage ist, was machen wir hier am besten? Schaufler, ich weiß nicht, das dauert 2 Runden. So viel will ich eigentlich nicht verschwenden dafür. Dann bleibt uns hier eigentlich nur noch Flammenrad. Nice. Ui, okay. Da hatte ich schon ein bisschen Angst um Cloud, muss ich sagen. Keine Ahnung. Ja, 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 bla bla bla. So. Man sieht sich, ja. Hallo, du willst auch kämpfen? Okay. Ein Pikachu. Gleich mal Schaufler. Bringt nicht so viel wie erhofft. Ja. Eine Runde noch. Da ist das Pikachu schon mal weg. Nein. Den X-Bug ist immer noch auch Flug. Und gegen Flug haben wir hier den Donnerschlag. Der will Solarstrahl einsetzen. Okay. Okay. Ist doch gut. Fossil erreicht auch Level 31. Rollentausch? Den Rollentausch. Parodiert Gegner und kopiert seine Spezialfähigkeiten. Nice, das brauchen wir unbedingt. Moin, Soli, willkommen im Stream. Na, alles klar bei dir? Hat Rollentausch nicht erlernt, das ist gut. Okay. Oh. Hallo Troy. Wir haben uns in der Höhle in den Faustauhafen getroffen. Hast du viele Pokémon gesehen? In dieser großen Welt gibt es viele verschiedene Arten von Pokémon. Wenn du nur deine Lieblings-Pokémon aufziehst, ist das völlig in Ordnung. Aber vielleicht findest du es ja auch spannender, unterschiedliche Pokémon aufzuziehen. Was denkst du als Trainer darüber? Okay, das geht mich eigentlich gar nichts an. Nun, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das hoffe ich auch. Denn wenn wir so weit kommen, dass wir den wiedersehen. Ja, nice. Das wäre nice. Kommen wir auch da oben rum? Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, was haben wir hier eigentlich jetzt für eine Route? Wir haben hier eine neue Route, ne? Kann das sein? Lass mal gucken, auf welcher Route wir gerade sind. 118. Ja, alles klar. Das heißt, hier der erste Encounter, den können wir fangen. Ich hoffe, die werden. Das Pokémon ist nicht zu schwach. Was haben wir so an Bällen? Sollte hoffentlich reichen. Dann lass uns mal gucken. Mal sehen, was das wird. Ein Blubella. Okay. Okay.
Will ich jetzt mal einen Donnerschlag einsetzen? Ja, okay, das ist zu wenig. Gut, okay. Borschnabel wird aber zu viel, ne? Wahrscheinlich. Ice Heap mit Sicherheit auch. Boden ist auch nicht sehr effektiv. Warte, ich guck trotzdem mal, wie viel das abzieht. Das ist kein Läuterfeuer! Glück gehabt. Hätte das jetzt nochmal Läuterfeuer eingesetzt. Okay. Wir dürfen Laubfänger nicht verlieren. Definitiv nicht. Sollen wir mal Golking reinsetzen vielleicht? Ja, sicher! Und der hat Voltabsorber, ein Glück! Wenn das Ding jetzt noch, der kann, also es kann Läuterfeuer, Donner, was war das jetzt, Schock oder so? Grimasse. Wenn jetzt noch eine Pflanzenattacke kommt, dann sieht das richtig übel aus. Okay, damit können wir arbeiten. Ja, nice, dass das Voltabsorber hat. Gut, dass ich auch... Da haben wir jetzt schon wieder richtig Glück, dass ich auf Golking gegangen bin und nicht auf Jesus Junior, ne? Ich wusste nicht, dass er Voltabsorber hat. Und hätte ich auch... Ein Volltreffer, natürlich! Ach, halt's Maul. Oh. Das wäre ein richtig starkes Pokémon gewesen. Mit Läuterfeuer und Donnerschock. Ach, halt's Maul, ey. Genau dann kommt ein Volltreffer, weißt du? Ja, Jesus Junior hat, ja, Fender zurückschrecken, aber der hat ja echt Voltabsorber. Hätte ich ja halt auch gar nicht mit einberechnet, weil ich ja halt nicht wusste, dass er Donnerschock hat, aber ausgerechnet jetzt ein Volltreffer! Das ist doch scheiße. Ja, ich muss... nicht prüfen. Oh, ey. Weißt du, sonst kommt nie ein Volltreffer, wenn du ihn brauchst. Immer nur dann, wenn du ihn nicht brauchst. Boah, das wäre echt ein cooles... Das wäre echt ein gutes Pokémon gewesen. Naja. Dann machst du nichts, ne? Hat der dich gesehen? Ich wollte mir eigentlich nur einmal eben die Beeren abholen. Zitrubeere, okay. Die Frage? Nein. Wie ich ja gemerkt habe, wachsen die auf dem Emulator nicht. Die kann ich mehr einpflanzen. Lass uns mal gucken, was die machen. Beeren. Erhöht KP um 30, okay. Vogel-Pokémon, mal sehen, was du für Pokémon du wirklich hast. Moment. Mensch, Steinhagel, das ist doch auch gut. Weiß gar nicht, welche Stärke ist, Steinhagel oder Steinwurf. Welser.
Ja, da kommt jetzt Blume rein. Denn das ist ja Bodenwasser und damit vierfach effektiv gegen Pflanze. Das da sollte damit RIP sein. Yes. Step, vierfach effektiv, Fauna-Statue, da machst du als Welser gar nichts.